Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu App mit der Sendung, in der Sie den Ton bzw. die App angeben. Das ist eine ganz neue Sendung hier auf TechTime TV und an meiner Seite ist ein toller Schweizer. Hallo Silvia. Der Marcel, der testet mit mir die Apps, die Sie uns vorgeschlagen haben. Und zwar haben wir die an uns selbst getestet. Wirklich körperlich, muss ich an dieser Stelle sagen. Es wird sehr interessant. Dann sind wir auf die Straße gegangen und haben die Apps an Leuten getestet. Und wir sind sogar zu einem Radiosender reingegangen und haben mal geguckt, welche coolen Apps eigentlich Radioleute haben. Das alles in dieser Sendung. Erstmal vielen, vielen Dank für die tollen E-Mails, für die Posts auf Facebook. Machen Sie weiter so. Und wir fangen jetzt erstmal an mit einem Schweizer Taschenmesser. Die App hat uns der Frank vorgeschlagen und das richtig Coole daran ist, die ist gar nicht groß, also zum Installieren brauchen Sie nicht viel Platz auf dem Smartphone, aber es sind 10 Tools da, zum Beispiel ein Kompass, ja, das finde ich zum Beispiel immer ziemlich cool, kannst du so einen auf dicke Hose machen, wenn du dann so einen Kompass dabei hast, ja, oder ein Lineal, naja, das ist okay, auch für den Schulunterricht, fürs Kind, nicht, dass das jetzt ein Smartphone dabei haben sollte, aber für zu Hause, ups, jetzt ist es weg. Wo ist es? Da ist es schon wieder. Eine Lupe ist dabei, ein Taschenrechner, eine Wasserwaage. Die finde ich ja besonders crazy und total stylisch. Schau mal ab hier, zeigt sie dann an. Jetzt passt's. Genau, jetzt passt's. Ich sitze also schief, wolltest du damit sagen? Ja. Also die finde ich eigentlich ganz cool. Eine Taschenlampe, Einheitenkonverter, ein Timer, alles dabei. Eigentlich ganz cool. Und ein Spiegel, Achtung, das will jetzt keiner sehen. So, App Nummer 1 vom Frank, das Schweizer Taschenmesser. Vielen Dank. Unser Fazit. Das Schweizer Taschenmesser ist eine nützliche App. Sie bietet viel, ist kostenlos und für Android-Smartphones und Tablets geeignet. Sie bekommt von uns 4 von 5 Sternen. Rund 44 Millionen Autos waren im Januar 2014 auf deutschen Straßen zugelassen. Das hat das Kraftfahrtbundesamt festgestellt. Und alle brauchen Sprit. Und trotzdem wollen alle sparen. Und da gibt es eine richtig coole App, die hat uns der Bernd vorgeschlagen. Mhm. Ja, und die heißt richtigtanken.de. Ist wirklich echt eine coole App. Ich habe sie auch 2 Wochen lang getestet. Der große Vorteil ist, man kann den Standort eingeben oder sagen, wo man ist. Und es werden einfach die günstigsten Tankstellen in der Umgebung aufgezeigt. Und in meinem Test, den ich gemacht habe die letzten 2 Wochen, hat man so im Schnitt 10 Cent Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle innerhalb von 1 Kilometer. Also wenn man da 60 Liter reinlässt, spart man gleich mal 6 Euro. Ist auch sehr einfach zu bedienen. Also man gibt hier beispielsweise die aktuelle Position ein. Ja, wir sind in der Nähe von München und man sieht dann gleich die günstigsten Tankstellen. Hier ist eine Esso für 1,42 bei Super. Ich kann da mir aber auch mehr anzeigen lassen. Also dann wird der Radius quasi erhöht. Und dann ist da eine Tankstelle, die 1,41 bietet. Man kann dann auch schauen, wie die Öffnungszeiten sind. Ist die überhaupt geöffnet? Die hat von 0 Uhr, ja, 24 Stunden geöffnet. Es gibt wirklich solche, die um 8 Uhr die Schotten dicht machen. Ja, und man kann auch andere Kraftstoffe auswählen und so weiter. Was cool ist auch, man kann sich dann die zu den Favoriten dazu nehmen, dass man sagt, ich möchte jetzt hier einen Favoriten haben, genau. Und diese Favoriten werden mir dann bei den Live-Tails vorne angezeigt. Also wenn man hier die App sich genau anschaut, dann ändert die ständig und in den Live-Tails wird dann das auch angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahre, längere Strecke, kann ich dann mir schon vorab zeigen lassen, wo da die günstigsten sind? Das ist vielleicht der einzige Nachteil dieser App. Man kann wirklich effektiv nur eingeben, zum Beispiel eine Postleitzahl und sagt hier, ich möchte zum Beispiel, was auch immer, in Bogenhausen, 81679 ist das, glaube ich. Dann kann man sich die günstigsten Tankstellen in Bogenhausen anzeigen lassen. Aber wenn ich von München nach Frankfurt fahre, kann man leider nicht die Strecke eingeben. Was eigentlich schade ist, ist der einzige Nachteil aus meiner Sicht. Ich habe die Tests wirklich getestet. Die Nutzer haben sie super bewertet und ich würde die jetzt auch wirklich richtig gut bewerten, Silvia. Aber im Endeffekt, wenn du unterwegs bist nach Frankfurt zum Beispiel und du gehst kurz auf den Rastplatz raus, gibst den aktuellen Standort ein, da siehst du ja genau, auch die Tankstellen. Genau, also absolut. Insofern absolut. Du würdest es empfehlen? Genau, ich empfehle es. Dann darfst du weiter tanken.
Unser Fazit: richtigtanken.de hilft dabei, Geld zu sparen. Die App gibt's für alle Betriebssysteme, funktioniert auf Smartphones und Tablets, sie kostet nichts und bekommt 4 von 5 Sternen. Jetzt müssen aber nicht nur Autos aufgetankt werden, sondern wir selbst müssen auftanken. Und das passiert während des Schlafens. Und da gibt es unfassbar viele Apps, die sich damit befassen, dass unser Körper sich im Schlaf erholen soll. Also das sind sogenannte Schlafphasenwecker, die da angeboten werden. Für jedes System, alles Mögliche. Und der Flo hat uns einen empfohlen, Sleepbot für Android. Mhm. Und den habe ich dann tatsächlich mal am eigenen Körper ausprobiert. Das heißt, du musst dein Smartphone neben dein Kopfkissen legen, wenn du schläfst. Mhm. Hast natürlich vorher das Ding da aktiviert, hast deine Weckzeit eingegeben und am nächsten Morgen siehst du erstens, was du nachts für lustige Geräusche gemacht hast. Die verrate ich jetzt nicht, die bei mir rausgekommen sind. Man sieht dann auch, wann man sich bewegt hat. Wenn also dieser Ausschlag so nach oben geht, dann hast du dich also ganz schön heftig bewegt. Bei mir war das hier ungefähr um 4.04 Uhr. In der Nacht, sehr lustig, und man wacht ja nachts öfter auf. Mhm. Und das sind die sogenannten Wachphasen, und dann hast du, wenn du dich kaum bewegst, deine Tiefschlafphase. Und wenn du dann von deinem Wecker, von dem Blöden geweckt wirst, dann bist du eigentlich ziemlich platt am Tag. Bist du gerädert, ja. Und der erkennt das mit einer Zeitspanne von einer halben Stunde. Angenommen, du hast um 6.30 Uhr den Wecker gestellt, dann ist der ab 6 Uhr dabei, zu gucken, wann bist du in der Wachphase und weckt dich dann. Ja, das ist super. Das kann natürlich aber auch um 6.01 Uhr sein. Mhm. Dann denkst du erst, oh, jetzt kotze ich mal eben, jetzt bin ich eine halbe Stunde früher wach. Mhm. Aber du bist echt fit. Mhm. Ich habe das gemacht, allerdings, ich war fit, aber ich fühlte mich total kontrolliert und beobachtet von meinem Handy. Und warst viel Smartphone. Zu früh wach? Was hast du denn mit der Zeit gemacht? Das verrate ich nicht. Jedenfalls, ich finde das cool, ja. Ist für mich ein bisschen unpraktisch, weil das Teil neben dem Kopfkissen, ich hatte immer Angst, dass es mir vom Bett runterfällt, mein armes Smartphone, aber es ist okay. Und wenn es hilft, wenn es Schee macht, würde ich das durchaus durchgehen lassen. Es gibt übrigens auch eine App, die habe ich nicht ausprobiert. Da singt dich jemand in den Schlaf. Oh. Oder es erzählt ja immer jemand genau dann in einer Wachphase irgendwas und davon träumst du dann angeblich. Also wenn dir dann jemand erzählt, oh, du reitest auf einem Kamel durch die Wüste, dann träumst du das natürlich sofort. Habe ich nicht ausprobiert, ich hatte etwas Angst. Aber ansonsten ist die schon ganz okay. Unser Fazit: mit Sleepbot kommt man morgens besser aus dem Bett. Die App ist kostenlos und für Android-Smartphones ausgelegt. Auf unserem Tablet hat allerdings die Geräuschstatistik nicht gestimmt. Daher gibt es 3 von 5 Sternen. Und wir haben die Apps nicht nur nachts getestet, sondern auch während dem Tag. Und wir haben auch Leute befragt danach. Ja, wir sind mal zu coolen Radiomenschen gegangen, denn die sollten ja eigentlich coole Apps auf ihrem Smartphone haben, ne? Mhm. Schauen wir uns das mal an, was die vorschlagen. Was ich als Singlefrau, als erwachsene Frau über 40 unbedingt brauche, ist natürlich eine App, wo man Männer kennenlernen kann. Und da habe ich mich für LaVou entschieden. Das Schöne ist, dass sich da wirklich den ganzen Tag was rührt und ständig Männer mit Bildern. Man kann immer schauen, wohnt er in der Nähe, wie weit ist er weg. Bin ich natürlich wahnsinnig beschäftigt damit. Mein Problem ist nur, dass ich hauptsächlich von gut 20-Jährigen angeschrieben werde. Ich weiß nicht, ob ich sie adoptieren soll oder was, aber ich habe auf jeden Fall jede Menge Spaß. Necktiles 3D ist großartig. Einer meiner absoluten Lieblingsprogramme auf dem Smartphone. Da geht's ums Krawattenbinden. Jetzt sind ja wir beim Radio normalerweise nicht in der Verlegenheit, dass wir jeden Tag eine frisch gebundene Krawatte brauchen. Aber wenn es dann doch mal der Fall sein sollte, dann hilft dieses Programm wirklich sehr gut. Da hat man die Wahl zwischen diversen Krawattenknoten, zum Beispiel der klassische Windsor-Knoten, der Half-Windsor oder Four-in-Hand. Ein Krawattenknoten, den ich bisher noch nie gehört habe. Und es gibt eine Anleitung zum Fliegenbinden, also diese Fliegen, diese Hemdenfliegen. Naja, und wenn es dann mal so ist, dann gibt es das Ganze in 3D, sehr anschaulich erklärt. Ich finde es richtig toll und ich habe mich heute auch extra drauf vorbereitet. Naja. Gerade für Frauen, die sich vielleicht abends auf dem Nachhauseweg nicht so sicher fühlen, habe ich eine ganz tolle App entdeckt. Ich bin recht begeistert davon. Die Kommgutan-App funktioniert so. Man hat diverse Kontakte im Handy. Wenn die auch diese App auf ihrem Handy haben, wird das synchronisiert. Das heißt, wenn ich losmarschiere, kann ich mich mit einem dieser Kontakte verbinden. Das ist dann mein Begleiter und der sieht dann, wo ich langlaufe.
Und wenn ich mich dann während des Losgehens unwohl fühle, dann habe ich die Option, auf einen Knopf zu drücken. Das ist der Notfallknopf. Der wird nach 3 Sekunden aktiv. Und dann wird an meinen Begleiter mein Standort geschickt, plus Adresse und Hausnummer. Das heißt, im schlimmsten Fall kann man mich dann dort finden. Und wenn ich zu Hause angekommen bin, drücke ich auf den Knopf daheim. Und dann wird meinem Begleiter das Signal gesendet, okay, die Steffi ist gut zu Hause angekommen. Also ich fühle mich seitdem, wenn ich nach Hause marschiere, vielleicht auch im Dunkeln abends, um einiges wohler. Also ich finde die App Kinoradar wirklich einmalig, die ist super, weil ich kann mich von dem Handy oder von der App dann quasi orten lassen und sehe alle Kinos rings um mich herum, sehe wie weit sie weg sind, kann eine Route hinplanen, sehe welcher Film um welche Uhrzeit läuft und sehe direkt die Telefonnummer von dem Kino und kann dann direkt anrufen und meine Karten bestellen. Und seit einem neuesten Update kann ich jetzt auch direkt über die App meine Karten für den Film kaufen, den ich anschauen will. Also meine Lieblings-App heißt Aus Omas Trickkiste. Das ist eine App zum Thema Hausmittelchen und da kann man sich tatsächlich Tipps aus allen Bereichen holen, von Haushalt bis Garten. Und ich habe das schon ausprobiert, weil ich trage ganz gerne mal einen Stift in den Haaren, einen Kugelschreiber. Und ich habe gelesen im Bett und ich habe ein Kunstlederbett und habe da mal schön einen Kugelschreiberstrich drauf gemalt mit meinen Haaren, mit meinem Stift. Und habe da nachgelesen, was man dagegen tun kann, weil ich habe es nicht weggebracht. Und die Hausmittel-App hat gesagt, einfach feucht machen, Haarspray drüber und wegwischen. Und dann hat es tatsächlich funktioniert, der Strich ist weg. Coole Apps von coolen Radiomenschen. Ja, wirklich. War das eine oder andere dabei, ne? Mhm. Ich habe übrigens auch was für mich persönlich noch mitgenommen. Man braucht einen Stift, Kuli, Bleistift, was auch immer, wenn man langes Haar hat, hat die Moderatorin ja am Schluss gesagt, so hat sie ja ihr Sofa irgendwie angepinselt, aber macht nichts, so erspart man sich die Haarspange und hat gleichzeitig einen Kugelschreiber, indem man sich den da so reinklemmt und hat eine Frisur. Vielleicht sollte ich es lassen heute. Auf jeden Fall Dankeschön und jetzt darf Marcel weitermachen. Ja, die nächste App, die ich gerne vorstellen möchte, hat der Markus vorgestellt und zwar heißt die dealgott.de. Ganz eine coole App, weil da werden Aktionen vorgestellt, Rabatte, große Rabatte vorgestellt. Es sind so 20, 30 Deals pro Tag. Und das wird nicht nur von einer stupiden Internetmaschine vorgestellt, sondern da stecken echt Menschen dahinter, die diese Deals dann auch beschreiben und bewerten. Ja, wenn man auf den ersten Deal jetzt mal da drauf geht, iPhone, sieht man, gestern gab es noch das iPhone 5S als sowieso, sowieso, sowieso und so weiter. Und ist alles schön beschrieben und die Aktion auch. Man kann auch zum Angebot direkt gehen, wenn man da auf den Dealgott klickt. Das lassen wir jetzt mal. Wir gehen hier zurück. Man sieht auch auf der rechten Seite, können die einzelnen User auch diese Deals dann selbst bewerten oder Kommentare dazugeben. Finde ich auch echt cool. Drück mal drauf, was schreiben die so? Ja, die schreiben, das Mini-Abo kostet inzwischen 12,75 Euro, also wenn sich was verändert, ja, die gehen natürlich da rein und schauen sich das an, geben da ihre Kommentare, ob das gut ist oder auch schon ausverkauft ist, also echt eine coole Geschichte. Man will vielleicht auch nicht 20, 30 Deals plötzlich immer auf seinem Tablet oder Handy haben, also kann man hier einstellen, dass man beispielsweise nur bestimmte Kategorien haben will und kann da ein Häkchen machen. Oder kann sich beispielsweise hier jetzt für Computer und Büro nur die Deals anzeigen lassen, die um Computer und Büro sich handeln. Ist eigentlich echt cool, was auch gut ist. Man kann sich's pushen lassen, diese ganzen Deals. Was heißt das? Das heißt, dass immer mit einem Signalton diese einzelnen Deals gemeldet werden und ich kann dann reingehen, was für ein neuer Deal ist wirklich auch da. Man kann sogar einstellen, dass das in der Nacht nicht gepusht wird, dass man auch schlafen kann. Das ist ganz cool. Man sieht hier Push und Nachtruhe. Kann man hier einstellen, zum Beispiel, welche Deals, dass man gepusht haben will, nach Kategorie. Ich will jetzt zum Beispiel die Drogerie-Deals und den Bürobedarf und so weiter, will ich gepusht haben. Damit du auch nachts um 4.13 Uhr genau weißt, welches Klopapier wo am günstigsten ist. Exakt. Und du kannst das ausstellen, wenn du das willst. Nee, echt eine coole App, wird auch gut bewertet von den Nutzern und ich bewerte das auch gut. Und ich finde, wir sollten beim Shoppen bleiben. Unser Fazit: Mit dealgott.de kommt man an super Schnäppchen. Die App ist kostenlos und funktioniert auf allen Betriebssystemen, auf Smartphones und Tablets. Satte 5 von 5 möglichen Sternen gibt's dafür. Der Facial hat über Facebook, über unsere Seite, auch eine Menge Apps vorgeschlagen zum Testen. Eine davon ist die Amazon App. Genau.
Ja, die ist echt cool, muss ich sagen. Ich habe die natürlich auch getestet. Also wenn wir hier reingehen in die Amazon-App, kann die eigentlich alles, was Amazon.com auch kann. Aber das ist ja langweilig. Aber was echt cool ist, die kann scannen. Ja? Und wenn man irgend in einem Shop drin ist und nicht weiß, ist der Preis wirklich auch günstig, kann man das vergleichen mit Amazon. Geht also hier rein in die App und sofort kommt die Möglichkeit zu scannen. Ich habe jetzt hier auch was mitgenommen mit dem Strichcode. Scanne das und dann kommen gleich die Suchergebnisse. Man sieht jetzt, das kostet 12,99 Euro. Und wenn ich irgendwo beim DM bin oder wo auch immer, weiß ich, ob ich zu viel bezahle. Man kann auch das nächste dann hier scannen. Ich habe hier noch eine schöne Sonnencreme mitgenommen. Jetzt im Winter ist das ja auch wichtig, wenn man im Schnee ist. Ach so, ich dachte, das war ein Scherz. Aha, okay, nein, gut. Und die kostet 4,49 Euro. Ja, okay. Und man kann dann die auch gleich kaufen, bestellen hier und hat alle anderen Funktionen von Amazon auch. Also eine echt coole App. Und war das auch schon oft billiger? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder man hat ein gutes Gefühl, also bei den großen Sachen ist es natürlich wichtig, wenn man sich einen Fernseher kauft oder so, bei den kleinen Sachen, ob man 10 Cent mehr bezahlt. Aber man hat ein gutes Gefühl, ob man zu viel bezahlt oder auch nicht. Und man muss natürlich auch immer noch schauen, ob da Verpackung, Versand so noch dabei absolut, ist. Ne? Absolut, also da. Ja. Gut. Aber es ist eine coole App und ist auch sehr gut bewertet worden. Unser Fazit: Amazon.de bietet schnell und unkompliziert so ziemlich alles, was die App verspricht. Sie ist kostenlos und für alle Systeme erhältlich. Zudem funktioniert sie mit Smartphones und Tablets. Es gibt 4 von 5 Sternen. Ich finde, es ist Zeit für ein bisschen Romantik. Thomas hat über Facebook gepostet, dass er die Google Sky Map ziemlich cool findet. Muss ich mich anschließen. Erstens bin ich romantisch, zweitens habe ich überhaupt keine Ahnung von Sternbildern und diese App hilft mir wirklich dabei. Schauen Sie sich das mal an. Man kann also das Smartphone einfach irgendwo hinhalten und man sieht die Sternenbilder. Und das Coole daran ist, sag mir zum Beispiel mal einen Planeten. Den Venus? Venus? Wieso Venus? Okay. Venus. Wofür steht Venus nochmal? Das lassen wir mal weg. Ja. Pass auf, und jetzt kommt da so ein hübscher Pfeil, der verändert die Farbe und du musst das Tablet bzw. das Smartphone in die Pfeilrichtung drehen, wo dann dieser Planet, und da kommt ein Kreis. Cool. Und dann hast du tatsächlich deinen Planeten oder dein Sternbild oder was auch immer du suchst gefunden. Finde ich ziemlich cool. Mhm. Dann gibt es noch eine nächste Funktion. Wann bist du geboren? 2.10. Warte. Zeitreise muss man da eingeben. Datum. 2. November 2014. Kleiner Scherz. Sagen wir mal, du bist im Jahr 1995 geboren. Nimmt dir fast jeder ab. Und dann gehst du auf Speichern und die Uhrzeit angenommen, du bist geboren um 17 Uhr. Nee, wir nehmen jetzt 7.38 Uhr. Und dann siehst du, wie das Sternenbild, guck mal, der macht eine Zeitreise, ist das cool? Hast du es gesehen? Wow. Ja? Wird ein bisschen übel, aber jetzt hat er dann dein Sternbild gefunden und so war das. Mal gucken, ob die Venus auch zu dem Zeitpunkt da stand. Nein, natürlich nicht. Aber das natürlich auch für Astrologen total cool. Ja. Ich liebe diese App. Ich kann die nur empfehlen. Und meine Herren, ne, damit können Sie bei Ihren Frauen so richtig punkten. Ne? Guck mal da oben, da ist der Pfau am Himmel. Oder da, der Skorpion. Mhm. Das weiß man nicht. Kleiner Wagen oder so, den kennt jeder. Aber diese anderen Sachen. Also, Google Sky Map, 1000 Points, go to this. Daumen hoch. Unser Fazit: Google Sky Map schickt uns auf eine Reise hin zu den Sternen. Die kostenlose App funktioniert mit Android-Smartphones und Tablets. 5 Sterne für die Sterne. Wir bleiben gleich bei der Romantik, ja. Und die Luisa hat eine coole App vorgestellt. Und zwar ist das der Liebes-SMS-Generator. Ja. Da gehen wir gleich mal rein. Und da als erstes kann man hier einstellen, weiblich oder männlich. Ich stehe jetzt eher auf weiblich und dann kommt auch gleich ein Vorschlag. Hey Glücksmuse, was ich dir schon immer sagen wollte, ja, das dachte ich auch hier. Man kann aber mit dem Generator gleich Generator aktivieren und dann kommt der nächste Vorschlag. Das ist schon etwas besser. Allerbestes Sugar Babe. Ich wollte dir gerne sagen, dass du die Erfüllung aller Wünsche bist und ich dich vermisse. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber man kann hier auch die Bausteine ändern. Also man sieht hier die Anrede oder hier der Kosename Sugar Baby, finde ich nicht so cool. Da kann man mit der Auswahl aktualisieren.
Goldkäferchen, ja, noch eine Alternative. Sag mal, gibt's oder Knuffeltier, das ist doch gut. Gibt's auch gescheite Vorschläge? Nee, das ist doch gut. Knuffeltier, und dann sieht man, es wird gleich angepasst, der Kosename ist angepasst. Und jetzt cool, kann man das gleich senden. Das ist vielleicht die einzige Kritik, die ich jetzt hier habe. Man kann es nur per SMS senden, ja, aber da gibt es natürlich auch einen Trick. Man kann mit Copy und Paste, kann man das sich in WhatsApp reinkopieren und verschickt es dann an die Silvia. Und schon solltest du es auf deinem Handy haben. Finde ich echt eine witzige App, und ich glaube, wir haben auch ein paar Leute befragt, ob die das auch so witzig finden. Ja, ich glaube, sie haben ähnlich begeistert reagiert wie ich. Schnuckelig putziges Tausendschön. Was ich dir noch sagen wollte, ist, dass du das Wertvollste auf der Welt für mich bist und ich jeden Augenblick ohne dich bereue. Ich glaube, sowas wird mein Freund gar nicht schreiben. Oder nur im völligen Sumpf oder so. Ja. Schnuckeliges Muggelchen, ich spüre, dass du die Sonne in meinem Universum bist und ich alles um mich herum vergesse, wenn ich dich sehe. Kann ich irgendwie jetzt nicht ganz so ernst nehmen? Einen wunderschönen Tag, Humphi Mumphi. Lass dir gewiss sein, dass du wahnsinnig erotisch bist und ich mich von dir wie eine Motte vom Licht angezogen fühle. Baby, ich fühle genauso wie du. Entenfuß. In einer geht gar nichts. Unser Fazit: Der Liebes-SMS-Generator ist unterhaltsam und sorgt für Lacher, aber man darf die Nachricht nicht wirklich ernsthaft verschicken. Die App ist aber kostenlos und funktioniert nur auf Windows-Smartphones. Wir vergeben 2 von 5 Sternen. Vielleicht sollte man in gewissen Lebenslagen auch einfach mal die Klappe halten, anstatt so eine SMS zu senden, oder? Ja, finde ich auch. Also ich finde sie... Ich würde glauben, mein Freund oder wer auch immer hätte ganz schön eingepichelt, wenn ich so eine SMS. Der SMS-Liebesgenerator, wer es mag, eine kleine Spielerei ist das. Und das war es auch schon, oder? Nein, ich habe da noch eine App in einer ähnlichen Kategorie. Ist richtig cool. Du erinnerst dich, du hast das Schweizer Taschenmesser vorgestellt am Anfang. Mhm. Ja, und da fehlt aber eine wichtige Funktion. Rate mal. Korkenzieher ist noch normalerweise dran, oder eine Nagelfeile. Ja, aber das ist es nicht, aber auch wichtig. Man kann sie in verschiedensten Lebenslagen nutzen, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, aber im Reitsport nutzt man es beispielsweise auch. Immer noch keine Ahnung. Stiefel. Nein, komm, da zeige ich es dir einfach mal. Eine Peitsche, die kann man wirklich immer gebrauchen. Du machst mir Angst. Es sinkt für Sie, meine Damen und Herren, das Niveau. Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Okay, also wer es mag, ich glaube, das hat wieder ein Mann vorgeschlagen, oder? Kann sein, ja. Kann sein, weißt du nicht mehr? Nein, ich glaube, es war die Luisa sogar. Mein Frauenbild verändert sich in diesem Moment. Ist egal, auf jeden Fall haben Sie uns super, super viele Apps vorgeschlagen. Wir konnten natürlich jetzt in der ersten Sendung nicht alle testen. Aber bitte, bitte weitere Vorschläge. Es können total durchgeknallte Apps sein oder irgendwas Spannendes oder was richtig Nützliches, was Brauchbares. Bitte, bitte schreiben Sie es auf unsere Facebook-Seite oder schicken Sie uns eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Und beim nächsten Mal testen wir dann munter weiter. Es war cool mit dir. Ja, war super. Herr Hat Schweizer. Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Schweizer so viel und lange und schnell reden können. Ja. Wir machen es euch nach. In diesem Sinne, bis App mit zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss.